du darfst das. Ja, klar, und Deutsche sind so anständig. Wir Ausländer fühlen mich hier pudelwohl. Ich habe nicht einen einzigen Tag hier als Ausländer gefühlt. Ich habe über 90 Projekte gemacht. Danke an Deutschland. Danke natürlich auch Österreich auch, wo der geboren wurde, oder in der Schweiz auch. Also ich liebe das Land, ich liebe euch. Tschüss. Hey, warte mal, warte mal. Mach doch was vor. Eine Brille von mir noch, ne? Genau, genau. Also jetzt angenommen, du könntest keinen Adolf spielen, das ist ja irgendwie eine blöde Idee, finde ich persönlich. Ich finde es eine doofe Idee. Ja, weil Deutsch bist, ich bin doch gut. Ich müsste nicht nur Schule spielen, da müsste Spende von heute Mittag und der Landrat von Rhein-Hafgas hat auch schon ein bisschen Geld mitgebracht. Obwohl wir sonst völlig unabhängig sind von der Politik und vom Rathaus. Wir stemmen das alles selber ehrenamtlich, nicht wahr? Mit verschiedenen Verantwortungen. Wolltest du noch sagen, wie der Kassenstand ist? Nein. Okay, also der junge Mann. Du bist so gefahren, alles gut. Ja. Also bei dem jungen Mann kriegt man hier die Lose, wer möchte. Vorne eine Information gibt es hier auch. Congrats. Here's a English version from here. This says, "Can't stop thinking about you." It's my new CD, and I order from here to pick up the CD. Give on a formal note. Ich glaube, Tom Barker kann mit mir singen. Now you
39 Lastagole, ohne Sauna. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und die nächste Nummer ist 47. 47 Lastagole, ohne Sauna. Herzlichen Glückwunsch. Für die Schwestern? Nee, oder? So, jetzt, was ist das denn überhaupt? Kapitoltheater. Sehr schönes Theater, kann man tolle Veranstaltungen sehen. War kürzlich auch die Verleihung des Kulturpreises des Rhein-Afrika-Kreises. Man kann aber auch unabhängig von diesen Verleihungstagen immer gerne ins Kapitoltheater gehen. Kostenlos, wenn man die Nummer 5 gezogen hat. Hat jemand die Nummer 5? Echt? Muss da fragen. Okay. Ja, kannst ja knipsen, ne? Kannst ja laufende Bilder angucken. Und dann jetzt wieder Kapitoltheater auf die Nummer 36. 36. Von Thomas. Von der nächste, oder? Ein Buch von einem Kärntner Autor. Martin Sagen, sehr lesenswert. Wegweiser 40. Herzlichen Glückwunsch. Einmal eine Tür, wir fragen das dann in einer halben Stunde ab. Ja, ich will rückmelden. Genau. Aber was ist die Gießband? Es ist die Nummer 17. Hauptpreis auf die Nummer 17. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, da braucht jemand einen Nähkurs, oder? Ja. Frau freut sich. Ist die Frau dabei? Freut sie sich? Ja? Eine Nagel- und Nähmaschine. Vom Woll-und-Näh-Körbchen auf der Kölner Straße. Also ich werde eine Einweisung brauchen. Vom Woll-und-Näh-Körbchen, da gibt es auch schöne Nachschub. Ja. Ganz herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Viel Spaß damit. So, so. Also noch einmal, wir sind am Ende der Veranstaltung angelangt und das Wort hat am Ende immer der Chef. Okay. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Also wie so üblich ist es am Ende etwas magerer hier in den Reihen, aber schön, dass... Ja, vielen Dank fürs Kommen und ja, wir versuchen fürs nächste Jahr wieder so ein schönes Programm hinzukriegen. Gruppen für die Bühne haben wir wirklich mittlerweile reichlich. Wir feiern überall noch an den Details, an den Feinheiten, dass wir es noch ein bisschen durchstrukturieren, noch mehr. Ja. Und wir brauchen auch ein paar Handwerker, die uns hier die Stange oben wieder reinmachen. Die sind rausgegangen aus den Plakaten. Die haben wir heute Morgen nicht mehr so schnell hingekriegt und auch den schwarzen schönen Vorhang haben wir so schnell nicht mehr hingekriegt. Aber da arbeiten wir dran. Wir brauchen Personal. Fachkräfte, genau. Danke und schönen Abend noch. Ne? Und wer helfen möchte, darf gerne helfen beim Abend.